wapens, achtervolgingen door woonwijken en een beoogde buit ter waarde van mij. Ein Tag, der anfangs eigentlich noch ganz normal ablief. Es wusste wohl niemand, was sich noch alles anbahnen würde. Ein Überfall mit automatischen Waffen, einer Geiselnahme und mehreren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Diebe konnten mit einer millionenschweren Beute entkommen. Um genauer zu sein, es handelte sich um 14,5 Millionen Euro in Edelmetall. Dann schauen wir uns den Fall mal genauer an. Es sind Szenen, die fast schon an den Wilden Westen erinnern. Schöne Edelmetall ist einer von den größten Namen in der Edelmetallbranche, den es überhaupt gibt. Sie sind schon seit 1739 in der Branche aktiv, wo sie einst als Gold- und Silberinspektoren starteten. Schöne Edelmetall gilt Stand heute als einer der Hauptlieferanten der europäischen Münzstätten. Sie arbeiten unter anderem auch mit einem Unternehmen zusammen namens Brinks. Das Hauptgeschäft von Brinks sind Sicherheitsdienste und Werttransporte. Was keiner zu dieser Zeit wusste, das Unternehmen wurde wahrscheinlich schon monatelang von einer Verbrecherbande ausgekundschaftet. Die späteren Täter operierten aus Belgien, wo sie sich immer wieder treffen, um den Überfall in Amsterdam zu planen. Sie fanden heraus, dass der 19. Mai für sie die perfekte Möglichkeit bieten würde. An diesem Tag stand eine Lieferung von 70 Millionen Euro in Edelmetallen an. Gegen 2 Uhr nachmittags war es soweit. Der gepanzerte Truck kommt auf dem Firmengelände an, um das Edelmetall abzuliefern. Die Mitarbeiter begannen damit, die Ware abzuladen. Währenddessen positionierten sich draußen ein Audi A6, ein Porsche sowie ein weiteres Auto. Dann warteten sie auf den perfekten Moment. Die Aufgabe des Porsches war es, das Tor so zu beschädigen, damit die Räuber freie Bahn hatten. Nun war es soweit. Die bewaffneten Täter stürmten in das Gebäude und sie bedrohten die Mitarbeiter. Einer der Räuber blieb vor dem Gebäude stehen, um Wache zu halten. Er schoss mit seiner Waffe in die Luft, um alle zu warnen. Man sollte sich einfach nicht nähern. Die Räuber machten sich an die Arbeit, um so viel wie möglich zu stehlen. Sie konnten dabei 22 Boxen voll mit Edelmetall erbeuten. Der Wert der erbeuteten Ware lag bei über 14 Millionen Euro. Sie konnten Gold, Platin und weitere Edelmetalle mitgehen lassen. Die Polizei war mittlerweile alarmiert und sie schwärmten mit mehreren Autos aus. Die Täter brauchten insgesamt 3 Minuten, um das Diebesgut von dem Truck in ihre Autos zu laden. Die Polizei konnte den Tätern ziemlich nahe kommen. So kam es auch zu mehreren Schießereien zwischen den beiden Parteien. Die Verfolgungsjagd startete im Norden Amsterdams und sie zog sich bis ins Waterland. Die Polizei hatte mittlerweile auch einen Helikopter gestartet, was es für die Täter noch einmal schwerer machte. Doch die Räuber waren bereit, alles für ihre millionenschwere Beute zu tun. Sie warfen auch mit Stachelfallen, um die Polizeiautos auszuschalten. 2 von den 3 Autos konnten einfach nicht vor der Polizei flüchten. Das dritte Auto konnte vorerst vor der Polizei entkommen. Die Täter hatten ihre Flucht auf professionellste Weise vorbereitet. Sie hatten unter anderem an mehreren Standorten neue Fluchtwagen positioniert. Diese waren nicht so auffällig wie die originalen. Die Täter von den 2 Autos wechselten zu den 9 Fluchtwagen. Sie hatten die Beute verladen und danach wurden die alten Autos angezündet. Die Täter hatten danach immer noch Probleme damit, die Polizei abzuschütteln. Eine der bekanntesten Szenen aus diesem Ereignis ist dieses hier. Ein Auto fährt auf ein Privatgrundstück, wo sie dann in einen Baum crashen. Es waren zu diesem Zeitpunkt auch 2 Personen in dem Haus. Eine Mutter mit ihrer Tochter, die beiden ihren Augen nicht trauen konnten. Plötzlich standen schwer bewaffnete Männer in ihrem Garten. Die Lage war so gut wie aussichtslos für die Täter. Ihre Flucht hatte sie von Nord-Amsterdam bis nach Brück im Waterland gebracht. Nun waren sie gefangen, doch sie hatten sich dazu entschieden, nicht ohne Kampf aufzugeben. Der Besitzer des Grundstücks berichtete später davon, dass seine Frau und Tochter den Schreck ihres Lebens hatten. Sein ganzes Grundstück war nach dieser Aktion voller Patronenhülsen. Seine Frau und Tochter versteckten sich währenddessen auch in einem Schrank. Hier spaltete sich auch die Gruppe. 2 der Verdächtigen versuchten sich vor der Polizei zu verstecken, indem sie sich in einen Mülleimer setzten. Die anderen entschieden sich dazu, ihre Flucht per Fußweg fortzusetzen. Es war eigentlich schon klar, dass sie nicht davonkommen würden. Die Polizei hatte sie umstellt und das Einzige, was vor ihnen lag, waren hunderte Meter an Feldweg auf einer offenen Fläche. Sie lieferten sich aber trotzdem wieder einen Schusswechsel mit der Polizei. Die Täter stellten immer noch eine riesige Gefahr für die Beamten dar. Sie waren bewaffnet und sie waren auch noch alle durch schusssichere Westen geschützt. Es waren insgesamt 5 Verdächtige, die versuchten, über die Wiese zu fliehen. Einer von den 5 wurde bei dem Gefecht mit der Polizei tödlich verletzt. Der Kreis hatte sich um die Täter geschlossen. Die Flucht war vorbei. Die Polizei konnte sie verhaften
und auch die beiden, die sich in den Mülltonnen versteckten. Stunden später wird ein weiterer Verdächtiger bei der A16 bei Rotterdam festgenommen. Die Polizei sprach später von einer Ausnahmesituation. Solche Fälle passieren nur alle paar Jahre. Es wurden dabei zum Glück keine Polizisten oder Passanten oder Anwohner verletzt. Es konnte auch der Großteil der Beute wieder sichergestellt werden. Ein Polizeilastwagen brachte das Diebesgut an einen sicheren Ort. Einem Auto von den drei gelang ja die Flucht. Da schauen wir uns jetzt an, wie es bei ihnen weiterging. Das dritte Auto war wie vom Erdboden verschluckt. Die Räuber hatten es geschafft, sich von der Polizei loszulösen. Sie hatten auch ein neues Fluchtauto unter einer Brücke geparkt. Dabei handelte es sich um einen schwarzen BMW. Ihr eigentliches Auto war der Audi. Sie brachten die Ware vom Audi in den BMW, dann wurde der Audi unter der Brücke verbrannt. Die Polizei veröffentlichte später Überwachungskameraaufnahmen von den Tätern. Man sieht sie auf den Videos, wie sie in aller Seelenruhe durch die Gegend spazieren. Einer von ihnen hatte sogar noch die Kappe und die gleichen Schuhe wie beim Überfall. Man sieht, wie er eine Kappe mit dem Buchstaben B trägt. Diese Kappe wurde auch bei einem der Räuber gesehen, der aus dem Audi ausgestiegen war. Die Polizei konnte durch die Überwachungskamera-Videos drei Personen ausforschen, die mutmaßlich beteiligt waren. Es hatte direkt danach eine Fahndung begonnen. Die Ermittler gingen davon aus, dass die flüchtigen Täter aus Frankreich und Belgien stammten. Es gab dann noch einen vierten Täter, der flüchtig war. Dieser war den Behörden zuvor schon bekannt gewesen. Die Ermittler gingen auch davon aus, dass alle Fluchtautos verbrannt wurden, außer der BMW. Daher suchten sie auch nach diesem. Das Diebesgut betrug um die 14,5 Millionen Euro. Die Behörden konnten aber mittlerweile fast alle festnehmen, die an dieser Tat beteiligt waren. Die meisten wurden schon in Bruck im Waterland überführt. Einer der Beteiligten machte es den Ermittlern besonders schwer, ihn zu fassen. Er wurde jedoch trotzdem am 23. Dezember 2022 in Guinea gefasst. Mittlerweile fehlt nur noch eine Person, die noch flüchtig ist. Die meisten der Tatverdächtigen wurden mit der vollen Härte der Justiz bestraft. Die Mehrheit der Räuber muss mehr als ein Jahrzehnt im Gefängnis verbringen. Nur einer bekam eine verhältnismäßig geringe Strafe. Der Richter war davon ausgegangen, dass er nur eine kleine Rolle gespielt hatte. Seine Mittäter hatten fast alle keine Scheu vor einem Schusswechsel mit der Polizei. Er hatte sich wohl an den Auseinandersetzungen mit den Schusswaffen nicht beteiligt. Er wurde daher nur zu 5 Jahren verurteilt. Es fehlen immer noch über 4 Millionen Euro an Diebesgut. Die Frage hierbei bleibt, wo die Edelmetalle versteckt werden und wie diese überhaupt zu Geld gemacht werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es schwer wäre, die Edelmetalle zu verkaufen, ohne dass es auffallen würde. Dieser Überfall wird wohl noch für eine lange Zeit Thema in den Niederlanden bleiben. Der beste Weg, um meine Arbeit hier auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Ihr könnt auch gerne den Channel abonnieren, wenn euch solche Themen interessieren. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.